Guten Tag, verehrtes Publikum. Willkommen zu Unscharf und Schlecht Beleuchtet. Mal ist wieder eine andere Baustelle. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Das ist ja hier ein Abteilwerk von Fleischmann. Die sind natürlich inzwischen nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man davon noch einen ganzen Sack voll hat, dann wäre die auch zu schade, um sie wegzuwerfen. So. Und mal gucken, ob ich das jetzt demonstriert kriege. Der Wagen hat hier ein Schlusslicht. Und man sieht ja schon, wo das Problem liegt. Hier muss nämlich auch mal ertüchtigt werden. So, hier hat er die drei roten Laternen. Und von vorne zeigt er grün. So wie es im Signalbuch meiner Zeit noch gemacht wird. Also das ist ja jetzt, dass ich mich darauf festgelegt habe, dass bei mir sämtliche Schlusslaternen nach vorne grün zeigen, das Sonderzugsignal zeigt grün und auch an den Vorsignalen ist auch noch eine grüne Lampe. Und das wurde streckenweise umgestellt und dann von einem Tag auf den anderen. Und diesen Wagen, man sieht, den habe ich vor, möchte mal sagen, vor 30 Jahren mal umgebaut. Hier sind noch diese viereckigen DDR-Leuchtdioden drin. Da habe ich eine grüne und eine rote mit dem Rücken zusammengeklebt. Man sieht die Drähte, das ist hier noch Stoff umspunnen. Die Dioden, die ich hier drin habe, die sind gewaltig. Und jetzt steht das Fremo-Treffen vor der Tür und ich denke mal, so ein Wagen wäre auch ganz nett. Also werde ich den jetzt hier mal bisschen aufbessern, aufhübschen, dass der wieder in den Einsatz kann. Ja, mein Heizlüfter läuft im Hintergrund, weil es wieder scheißkalt hier ist. So, der Rückleiter ist klar. Hier, die Widerstände sind riesig, also unnötig groß. Auslöten. Und ich brauche ja hierfür jeweils für eine Farbe, brauche ich wegen der Innenwiderstände getrennte Widerstände. Und das habe ich ja wahrscheinlich auch gemacht, indem hier so ein uralter Widerstand ist, der ist 510 nur. Der ist noch aus uralten Zeiten von meinem Vater. Der hat damals in den 70ern immer irgendwelche Fernseher aufgekauft, die kaputt waren. Dann hat jeden ausgeschlachtet, hat jede Menge Ersatzteile geborgen. Und so alt dürften die sein. Also die sind vielleicht aus den 50er und 60er Jahren. Heute ist ja alles etwas zierlicher. Und diese Dioden, die habe ich mal zu Ostzeiten mir gekauft, als ich gezwungen wurde, in eine Arbeitsgemeinschaft Elektronik zu gehen. So, jetzt nehme ich das hier gerade auseinander. Und ich wundere mich gerade über meine Lötstellen. Also, mein Gott, habe ich hier mit einem 60 Watt Lötkolben drin rumgelötet? Das ist ja schon erstaunlich, wie massiv hier alles ist. Also, das war wohl nicht so toll. Aber ich sagte ja schon, das habe ich irgendwann kurz nach der Wende gemacht, als es diese ganzen Leuchtdioden, die gab es damals noch bei Konrad. Die haben ja da sehr viele DDR-Produkte noch im Angebot gehabt. Und irgendwann habe ich jetzt sehr bedauert, dass es diese Leuchtdioden nicht mehr gab. Zuletzt habe ich sie noch dort, Gott, in der Nähe von der Urania, KDW, in der Straße, da war dann irgendwann auch nochmal Konrad. Und da habe ich die dann zuletzt bekommen. Und auf einmal waren sie alle. Verärgert. Ich so, ey, im Westen gibt's alles und so. Und dann hat mir erst er erzählt, nee, mir Freund Blase, die sind aus der DDR, das waren Restbestände. Gut. So, den Kondensator, den ich da drin habe, 500 Mikrofarad, Tesla. Die habe ich auch, wie sehe ich nicht, 100 Stück. Damals bei der Stasi-Auflösung bekommen, wo ich jetzt neulich hier beim Baumbau von erzählt habe.
So, das kann wahrscheinlich alles in den Elektroschrott. Und jetzt muss ich mal hier ein bisschen gezielter gucken. Also die ist hier drinne, direkt drinne löten. Hier ist ja unten noch die rote Laterne vom, also das eigentliche Schlusssignal unten. Das war ja zulässig für einzelfahrende Loks und Triebwagen, später dann für relativ kurze Züge. Muss man mal in die Ausführungsbestimmungen gucken. Aber wie gesagt, die Schlusslaterne, die eben an der Pufferstange aufzuhängen war, die galt es als erste einzubauen. Und wir haben ja leider so als Modellbahner die Angewohnheit, eher die oberen Laternen ranzumachen und die unteren nicht. Weil später gab es eine Änderung. Ich glaube, russische Weitstreckenbahnen zu DDR-Zeiten, die waren immer noch mit diesem dritten Schlusslicht ausgestattet. So, die innere Richtung sieht ja auch räudig aus. Die muss ich erstmal reinigen. Wäre die Gelegenheit, mal ein paar Figuren reinzusetzen. Hier will ich noch mal was anderes zeigen. Diese Wagen habe ich damals von meinen Westverwandten so um 1979 so gekriegt. Da war ich natürlich begeistert, wie die liefen. Die hat natürlich noch keine Kurzkupplung. Und die Simoba-Kurzkupplung, die ovale, gibt es natürlich heute auch nicht mehr. Wenn man der Deckel abnimmt, passt die genau in diesen Bereich rein. Und das fand ich damals ganz toll, weil ich so auf die Art und Weise meine Wagen halt umgerüstet hatte. Oh, ich denke mal, die Drähte sollte ich vielleicht auch noch mal ersetzen. Die stoffumspunnenen. Ein ganz schlechtes Kupfer. So ein DDR-Kupfer. So, die Pufferbohle ist natürlich auch noch offen hier. Drahtbügelkupplung schon dran. Also, hier wird schon wieder ein Riesenprojekt draus. Hier zum Beispiel habe ich mal von einem anderen Wagen, mal aus dem Licht gehen, auch so eine DDR-LED, da habe ich dann an der Seite, warum gerade schwarz, die müsste erstmal weiß gemacht werden, habe ich mal versuchsweise, also das Schlusssignal raufgemalt. Und das sieht eigentlich auch ganz toll aus. Und das werde ich jetzt bei diesem Wagen auch wieder machen. LED kaputt hier. Aber ich habe noch ganz, ganz wenig. Ich habe noch 4 Stück. Also das ist so ein Teil. Da muss ich jetzt also hier auch die Linse vorne wegschleifen und von hinten ein bisschen schmaler machen. Etwa auf dieses Format bringen. Und dann kann ich die beiden wieder zusammenkleben. Ich habe sie schon ein bisschen bearbeitet, aber da muss noch ein Hauch muss noch ab. Es ist jetzt gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Mit viel Licht ist alles möglich. Ja. Gucken wir mal, ob ich es jetzt richtig rum einklemme. Und sie lebt doch. Prima. Jetzt musste ich erstmal noch 10 Minuten auf dem Boden rumkriechen, weil ich habe es beim Kabel weglegen, habe ich es rausgerissen. Also, naja, die übliche
unkonzentriert halt. Gut. Und jetzt werde ich die beiden erstmal mit dem Rücken aneinander kleben und dann oben miteinander verlöten. Und eine ganz wichtige Sache, die man dabei nicht vergessen darf, damit die nicht zueinander durchscheinen, müssen die Rückseiten geschwärzt werden. Nun sind diese DDR-Leuchtdioden, die sind sehr lichtschwach, aber trotzdem kommt mitunter so ein bisschen was durch und dann gibt es eine Farbverfälschung. Das fiel mir jetzt gerade noch ein, das hatte ich natürlich nach 25 Jahren vergessen. Tiefer gelegt habe ich die Wange auch schon mal. Da habe ich von dem Drehzapfen bis auf diesen Anschlag runtergefeilt und habe natürlich auch die Auflagen ein bisschen runtergenommen. Und sonst mehr muss man gar nicht verändern. Vielleicht die Zapfen noch ein bisschen kürzen. Und das war's dann. Dann steckt man die wieder zusammen. Weil Fleischmann hat ja als Erbe der 1:82 Ära immer noch in den 70ern und 80ern viel zu hohe Fahrzeuge gebaut. Die Wagen lassen sich ja sehr schön montieren. Und wenn ich mir angucke, wie viel Platz ich hier hinten habe, da könnte ich wahrscheinlich sogar fast 3000 Mikrofahrrad unterbringen. Da muss ich mal gucken. Vorher waren jetzt 500 drin und das waren ja uralt Kondensatoren, aber immerhin von Tesla. Jetzt den wirklichen Tesla, also der tschechischen Bauteilefirma. Und ja, jetzt wäre eigentlich Zeit für die Bevölkerung, für Reisende. Eigentlich müsste ich mir jetzt wirklich mal ein paar hundert chinesische oder ungarische Figuren, die sind wahrscheinlich auch aus China, bestellen. Aber es ist, dank der erfolgreichen Politik von Partei und Regierung, versuchen wir alle irgendwie ein bisschen unser Geld zusammenzuhalten. Also muss ich mal gucken, was ich an Vorräten noch da habe. Ich habe zwar noch hier eine Kiste mit sehr vielen sitzenden Figuren, aber die muss ich erst anmalen. Da bin ich jetzt auch nicht so begeistert. Kinder habe ich auch ein paar. Hier sind noch jede Menge sitzende, stehende Figuren. Die müssen natürlich alle amputiert werden. Weil ich wohl doch noch einen versehrten Abteil aufmachen müssen. Ja, da sind welche, aber nicht in den Farben, die ich mir vorgestellt habe. Naja, also es wird wieder eins von diesen Projekten, die so richtig ausufern. Eigentlich will ich nur einen neuen Kondensator drin machen. Und wo stehe ich? Jetzt brauche ich neue Lampen. Jetzt fange ich an mit Figuren. Ich habe jetzt ein paar Figuren angemalt. Oh, fehlt noch ein bisschen schwarz, die Füße werden amputiert. Ich muss sagen, ich bin da immer so furchtbar fantasielos, was das Anmalen von Figuren angeht. Das liegt vielleicht doch daran, dass zu meiner Jugend eigentlich alle nur in Blau, Grau, Grün unterwegs waren. Also Lewis, Tremper, Parker. Ja, und das scheint sich hier fortzusetzen. Nachdem nur die Figuren drin sind oder ein paar, die Fenster sind ja so winzig, dass man es kaum sieht, habe ich jetzt angefangen, die Verschaltung vorzunehmen. Also ich habe tatsächlich noch Ostersonntag, ja, ist heute, solche Grätsbrücken gefunden. Und da werde ich jetzt eine Schaltung nehmen. Also die sieht so aus hier. Also im Prinzip das Übliche, der Kondensator ist parallel zu den LED, 1 Kilo Widerstand vorweg, weil meine LEDs, die sind ja sehr alt und sehr leuchtschwach und ich habe mal einen 100er vorweggenommen, also einen 100 Ohm Widerstand, damit der Ladestrom nicht gleich so hoch ist, wie bei den Powerpacks. Und hier oben ist die Grätsbrücke. Einige Minuten später sieht es dann so aus. Hier war Fäden vom Heißkleber hier dran.
Also jetzt ist im Grunde genommen die Grätzbrücke dran. Jetzt kann die hier in dieses Toilettenabteil, in den Abort. Und beginnt die Verschaltung. Man sieht nicht viel, ich weiß. Jetzt habe ich die Drähte alle drin. Das sind jetzt ganz dünne Lackdrähte, die jetzt hier irgendwie alle noch reingedrückt werden unter das Dach. Aber das Hauptproblem ist eher, dass die Stromaufnahme noch grottenschlecht ist. Also da muss ich jetzt noch mal was tun. Wie unerwartet, dass hier noch Nacharbeiten zu machen sind. Wo ist denn jetzt schon wieder... Dann muss ich mal mir meine Stromabnehmer angucken, wenn ich baue noch ein paar Zweite ein. Eine Ursache des Ganzen könnte natürlich daran liegen, dass ich meine Räder seit dem Abdrehen, na, so schon 20 Jahre her, nie wieder gereinigt habe. Ja. Und was man da so sieht, da kommt ja auch ordentlicher Schmutz runter. Denn es wäre ja schön, dass der Wagen nicht nur während der Fahrt nicht flackert, sondern dass er auch im Stehen jederzeit das Signal zeigt. Also ich bin mir sicher, dass ich beim nächsten Wagen, bei dem ich das machen werde, da werde ich etwas großzügiger mit Stromabnehmern umgehen. Und das wäre dann eine Idee für das nächste Video. Denn da werde ich mal mit gedruckten Lampen arbeiten. Also indem ich wirklich solche runden Locklaternen nehme, die beidseitig mit LED ausrüste. Die sind jetzt von der Märklin S10, die habe ich noch über. Und die dann auch oben anzubringen. Beabsichtige. So. Denn das ist alles hier irgendwo nicht mehr zeitgemäß. Und das war es erstmal bloß eine Reparatur im Vorgriff auf das Fremo-Treffen. Also die Kapazität des Kondensators reicht so für 2 bis 3 Sekunden. Für eine einzelne LED ist das immer noch was anderes. Aber hier brauche ich halt doch ein bisschen mehr. Also würde ich dann beim nächsten Mal doch ein 1000er oder 2000er oder noch mehr einbauen. Irgendwo muss ich noch welche haben, aber ist ja wie bei mir immer. Ich hatte doch irgendwo und wenn ich es brauche, finde ich es nicht wieder. Gut, das soll dann erstmal soweit gewesen sein. Ich überlege noch mal ganz kurz wegen der Stromabnehmer. Ich bewege meine Hände schon wieder so schnell für die Kamera. Ich weiß. Ich könnte ja locker hier auch noch einen Draht drin machen, der dann von der Innenseite der Räder abnimmt. Ja, das werde ich mal tun. Das verbessert die Sache noch ein bisschen. So, jetzt habe ich noch die Laternen angemalt. Also die Zugschlusssignale, da ich ja das Nachtzeichen zeige. Ja, damit wäre das erstmal erledigt. Und ich muss sagen, die Pufferspeicher 2 Sekunden ist nicht so doll. Das hatte ich schon gesagt. Das war jetzt erstmal nur die Reparatur eines vor über 20 Jahren entstandenen Umbaues. Und ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, würde ich es anders machen mit Laternen raus. Ob ich das jetzt noch vor Kloppenburg schaffe, meine April geht fast zu Ende. Und ich habe eine Woche vergeudet, indem ich mit der Frau in Urlaub gefahren bin. Also die Zeit wird knapp. Und jetzt gibt es noch einen kurzen Blick auf die Laterne, wenn sie leuchtet. Und das soll es dann gewesen sein. Das ist also das Nachtzeichen von hinten, Zugschluss. Die Weißabstimmung stimmt jetzt nicht, weil ich gerade den Raum abgedunkelt habe. Aber damit müssen wir jetzt zurechtkommen.
Auf der anderen Seite sieht es dann so aus. Also zwei grüne nach vorne. Ich sehe jetzt gerade, dass da noch ein bisschen schwarz nachgemalt werden muss, weil es ein bisschen durchscheint. Aber grundsätzlich ist das, also gerade bei der linken Lampe sieht man es, das ist das Signal, dass der Lokführer von vorne sieht und damit weiß, der ganze Zugschluss, also der letzte Wagen ist noch an der Fuhre dran. Gut, dann werde ich mich mal ranmachen und meine Kloppenburg-Vorbereitung fortsetzen. Bis dahin, verehrtes Publikum.